Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir begrüßen Chris Bendiskis, Coach von Cuxhaven. Richtig? Wo kommt der Name her? Aus Lettland. Aus Lettland. Gut. Schwierig auszusprechen. Willi Young, Coach der Merlins. Ingo Enskat, sportlicher Leiter der Merlins. Ja, Herr Bendiskis, herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg in Crailsheim. Naja, hat er verdient, ja. Ja, das ist vielleicht die erste Frage, ob er es verdient hat gegen eine Mannschaft, die, wie die Crailsheimer heute vielleicht gefühlte 3 bis 4 Minuten gut gespielt hat, sollte man höher gewinnen als mit 12 Punkten. Trotzdem zufrieden? Ja, ich denke, die ersten 3 Viertel und auch im letzten Viertel, 3, 4, 5 Minuten haben wir das Spiel kontrolliert und eigentlich gab es da überhaupt keine Frage. Natürlich ein bisschen traurig, dass wir nicht höher gewonnen haben. Also auch ein bisschen so ein Statement zu geben, weil ich denke, wir waren heute besser. Bis auf die letzten 3 Minuten, wo wir dann total nachgelassen haben. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Also die Fahrt war besser. Bis auf die letzten. Und jetzt nach Hause mit 2 Punkten zu fahren, ist mir alles anderes ist eigentlich egal. Ja, Will. Wir konnten heute, glaube ich, über circa 3,5 Viertel mindestens keine Mannschaft sehen. We couldn't see a team, 3.5 quarters. What was the reason? What was going on with the team? Why didn't they play as a team? Warum haben sie nicht als Team gespielt? Sometimes it's hard for me to understand. At times, why these guys don't play together as a team. I mean, we have such a talented team, and if they play together, it's times like I don't understand if we do play together, how good we can be. First half today. Cuxhaven just came out, they played splendid. Offensively, they was hitting all shots. We couldn't get no stops. And for us on the offensive end, we couldn't score a basket at all. And we just dug a deep hole for ourselves. Coming into the second half, it was just too deep to dig out. We kind of had to burn so much energy to try to get back in the game. And those guys was still playing good for 40 minutes. So it was just tough for us. And it's just for us, we just got to get back in this week and get ready for Crailsheim. Ja, also Will hat von der Bank aus das Gleiche gesehen, was wir auch gesehen haben, dass wir die Cuxhavener nicht stoppen konnten. In der Defense konnten wir sie nicht stoppen. In der Offense haben wir die Schüsse, die wir versucht haben, nicht reingebracht. Er ist auch der Meinung, dass das Team als solches nicht als Team gespielt hat. Ingo, was hast du heute gesehen dort auf dem Platz? Puh. Also was mich einfach ärgert ist, wenn ich sehe, dass die Mannschaft nicht das umsetzt, was sie eigentlich die ganze Woche trainiert hat. Wir hatten einen Gameplan, das hat man jetzt nicht gesehen, aber wir wussten eigentlich, was wir machen wollten. Und wenn man dann sieht, dass wir da zum Teil wie ein Hühnerhaufen durcheinander gelaufen sind, dann fragst du dich natürlich, was hast du da 5 Tage gemacht? Und das ist schwer nachzuvollziehen in dem Moment, weil wir eigentlich zuletzt gerade stabiler gespielt haben und eben solche Fehler, solche Aussetzer, sage ich mal, minimiert haben und immer wieder Energie gezeigt haben und zurückgekommen sind. Und das habe ich heute komplett vermisst, außer wie du gesagt hast, in den letzten, sagen wir mal 4, 5 Minuten, da war noch mal so ein Versuch, aber sind wir ehrlich, man hat auch nicht verdient, mit 4 Minuten dann ein Spiel zu gewinnen. Deswegen Glückwunsch nochmal an den Coach, an Cuxhaven, völlig verdienter Sieg, da lässt sich nichts dran drehen. Tja, ihr habt eine Taktik gehabt, als ihr hergekommen seid und habt begonnen mit einer Zonenverteidigung, war das irgendwie gewollt so, dass ihr die Crailsheimer verunsichert am Anfang, im ersten Viertel? Im ersten Viertel haben wir gar keine Zone gespielt. Oh. Na, es sah bloß so aus.
Nein, ich denke nicht. Wir haben Mann-Mann gespielt, wir haben, denke ich mal, aggressiver gespielt als die letzten Auswärtsspiele, wo wir mal verloren haben. Das haben wir heute besser gemacht. Wir sind intensiv in den Spiel reingegangen mit viel, viel Wille. Und das hat auch da hat er auch vielleicht ab und zu klar sein, den offenen Wurf nicht getroffen. Aber ich denke, wir haben das auch verdient. Mit unserer Arbeit davor in der Verteidigung, dass Kreisheim auch eins oder anderen nicht getroffen haben. Und ja, wie gesagt, bis auf den letzten 5-6 Minuten bin ich total zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben in vierten Viertel kurz Zone gespielt. Ah ja. Ich hatte das Gefühl im ersten Viertel, aber gut. Nichtsdestotrotz habt ihr auf jeden Fall das verdient. Ihr habt vor allem es verdient, jetzt die lange Strecke nach Hause zu fahren mit dem Sieg in der Tasche. Ist immer schlecht, wir kennen das, wenn man dann die große Strecke mit einer Niederlage fahren muss. Ihr steht gut da, ihr seid sicher in den Playoffs, so wie es aussieht, wird wohl nichts mehr daneben gehen, oder? Ja, ich gucke weiterhin von Spiel zu Spiel, aber natürlich, wir stehen gut da bis jetzt, aber wir müssen weiter auch schauen, dass wir weiter die Spiele gewinnen und auch da oben bleiben. Und wir wollen ja auch nicht jetzt sagen, okay, wir sind jetzt in Playoffs und gut ist. Ne? Wir wollen hier weiter und mit jedem Spiel wollen wir gewinnen und dann werden wir schon sehen, was am Ende rauskommt. Die Chancen sind gut auf jeden Fall. Ingo, haben wir noch eine Chance, ein Stück nach vorne zu rücken mit so einer Leistung wie heute? Wohl nicht. Was kommt auf uns zu in der nächsten Woche? Also ich will nicht von nach vorne rücken sprechen. Jetzt zählt das Spiel gegen Kirchheim. Das wird schwierig genug. Mit der Leistung von heute brauchen wir nicht drüber reden, dann wird das da auch nichts. Wir haben zuletzt gezeigt, dass wir besser spielen können. Wir haben zu Hause gegen Kirchheim dieses Jahr verloren. Ich hoffe, dass das in der Mannschaft ein bisschen noch einen zusätzlichen Kick gibt, dass wir das wieder ausgleichen wollen, weil bisher waren die beiden Spiele, die wir hatten gegen Kirchheim in der Saison immer ausgeglichen, nur halt andersrum. Und jetzt müssen wir halt alles dafür tun, dass wir jetzt halt mit einem oder zwei Punkten oder wie auch immer in Kirchheim spielen und das Ding halt gewinnen. Und gut, das wird eine harte Aufgabe, aber ich denke, Will bereitet die Mannschaft gut vor und wir werden ein anderes Gesicht zeigen als diese Woche. Okay, Will, nach diesem Spiel möchte ich deinen Job nicht haben. After that game, I don't want to have your job. Du wirst der Mannschaft einiges erzählen müssen, damit es gegen Kirchheim besser wird. You have to tell the team a lot of things to have a good game against Kirchheim. Yeah. One thing is Kirchheim, we as a team, we have to go out there and play defense. Offensively, we have to do a better job at running our offense instead of just going down the floor and just shooting jump shots all day. We did nothing. What we prepared for all week, especially with our offensive schemes, we did nothing. And we just got to do a better job at that. Okay, also Will sagt, nach Kirchheim müssen wir hinfahren und als Team auftreten, müssen in der Defense besser werden, müssen in der Offense die Schüsse reinmachen und er hofft, dass es funktioniert. Wir wünschen den Cuxhavenern jetzt einen guten Nachhauseweg, unfallfreie Heimfahrt und guten restlichen Verlauf der Saison. Dankeschön. Auch euch danke. Schönen Abend noch. Tschüss.